Hallöchen Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Octopath Traveler. Im letzten Part hat sich uns die reisende Händlerin Tressa angeschlossen, nachdem wir ihre Background-Story erfahren haben. Und ja, ihr Dorf wurde von Piraten geplündert, welche sich in den Maya-Höhlen, war es glaube ich, versteckt haben. Und wir möchten nun das Zeug, das die Piraten geklaut haben, von dort zurückholen. Und deswegen begeben wir uns nun in ihrer Storyline auf in die Maya-Höhen, hier am hier im Küstenland. Und ja, da wollen wir dann auch instant hingehen. Aber zuerst möchte ich natürlich noch ihre Special-Fähigkeit hier kurz nutzen, um vielleicht hier und da noch den einen Dorfbewohner uns etwas genauer anzugucken, was die denn so für Zeug verkaufen. Aber ich sehe hier nichts, deswegen, ja, schätze ich einfach mal, dass die hier nichts Wichtiges verkaufen und wir gehen weiter. Dürfte die Richtung sein, genau, der Pfad zu den Maya-Höhlen, Gefahrenstufe 4, in Ordnung. Ich bin ja eh schon mit all meinen anderen Charakteren relativ überlevelt, ja, vor allen Dingen Olb Erik mit seiner Stufe 11, nicht wahr? Der hat ja überall seine Sidequests. Aber hier werden wir jetzt erstmal wieder auf neue Gegner treffen und dann versuche ich mal ein bisschen Tressa zu leveln und dann gucken wir mal, was sich denn so ergibt. Ich möchte natürlich auch alle Truhen mitnehmen, die es hier zu finden gibt. Hier und da haben wir ja auch schon gegen ein paar Gegner gekämpft vor der langen Octopath Traveler Pause. Deswegen, ja, müssen natürlich noch die letzten Schwächen aufdecken. Und vor allen Dingen interessiert mich, mit was die gute Tressa denn so kämpft. Mal gucken, ob du hier eine Dolchschwäche hast. Nein. Du hast eine Lanze und einen Bogen. Oh, das kann sich sehen lassen. Und ihre Händlerfähigkeit ist anscheinend Pflanze? Anscheinend ja. Okay. Äußerst interessant. Mal gucken. Eigentlich müssten die Gegner hier ja eine Bogenschwäche haben. Also mindestens einer von denen, würde ich mal schätzen. Weil, naja, ne? Ist ja ihre Story. Und falls Leute hier ohne sie starten, dann müssen natürlich irgendwie einen Vorteil haben. Na, verdammt, den wollte ich nicht killen, aber Olb Erik ist halt schon viel zu stark. Immerhin kriegen wir so schnell Level up. Und ein Schlafkraut. So wie hier eine wunderbare Truhe mit anregendem Pflaumen. Bin schon sehr gespannt, ob sich da mit der Story mit dem Piraten noch einiges entwickeln wird. Wie gesagt, ich bin eigentlich relativ großer Piraten-Fan, deswegen freut mich auch die Story wieder mal. Bis jetzt bin ich tatsächlich nur so ein bisschen von der Olb Erik Story enttäuscht. Alle anderen haben mich positiv überrascht und die haben mir doch sehr gefallen, die Stories. Also, ja, Olb Erik, das tut mir zwar jetzt sehr, sehr leid, das sagen zu müssen, aber ich weiß nicht, Primrose hatte so ein bisschen was Besonderes. Und an Tressa mache ich halt dieses Piraten-Setting, was die jetzt hier dafür ausgepackt haben. Und ja, hat einen Pfeil- und Bogenschwäche, der Kerl. Das freut mich. Und bald haben wir ja auch hier das Vierer-Team beisammen. Dann sehen die Kämpfe auch schon ein Stückchen besser aus. Keine Sorge, ich habe es nicht vergessen. Ich wurde in den Kommentaren gebeten, als nächstes zum Dieb zu gehen. Und die Entscheidung ist auch gar nicht mal so blöd, denn ich habe rausgefunden, dass wir diese eine Truhe, die wir ja noch nicht öffnen konnten, diese lilane Legendary-Truhe, die so ein bisschen Legendary aussah, dass wir die nur mit dem Dieb öffnen können. Und deswegen ist es gar nicht mal so eine blöde Entscheidung, uns als nächstes auf den Weg Richtung Dieb zu begeben. So, die dürften aber auf jeden Fall eine Bogenschwäche haben, weil ansonsten lache ich. Nicht? Die fliegen! Wenn ich auf Vogel einen Pfeil schieße, dann fallen die Vögel runter. Ja? So sieht das aus. Und Olb Erik schlitzt einfach einmal durch und die sind K.O. Nice, Olb Erik. So, darf Tressa nochmal? Ich würde... du verteidigst. Ich möchte Tressa nochmal. Ich möchte Tressa nochmal, habe ich gesagt. Dankeschön. Ich möchte nämlich testen, ob die vielleicht eine Saatschwäche haben. Da werden wir nicht rausfinden. Okay. Schade. Ah, nehme ich mal hin. Unversehrt, yay! Sehr, sehr cool. Außerdem mal wieder hier schön durch das Gebiet wandern. Verdammt, da unten war ich schon. Unnötig einmal runtergerannt. Kann natürlich sein, dass wir jetzt, ja, dadurch wieder in einen Gegner reinrennen. Wie sieht's aus? Pflanzenschwäche? Keine Pflanzenschwäche? Ich bin echt überrascht. Ihr seid robuste Gegner. Ihr seid sehr robuste Gegner, so. Aber egal. Mit meinen Flächenangriffen könnt ihr nicht mithalten. Jetzt kommt Olb Erik mit seinem epischen Schwert, was gleichzeitig auch noch eure Schwäche ist. Und schlitz, seid ihr weg. Sehr schön. So gefällt mir das. So kann es gerne weitergehen.
Na dann, die Räuberhöhlen dürften ja nicht so weit weg sein. Diese Kapitel gehen ja nicht wirklich lang. Bis jetzt jedenfalls. Bin schon gespannt, wie das später dann aussieht. Ob die Geschichten dann länger werden, ob wir dann länger in so einem Kapitel hängen. Ne? Teil 2 von Primrose zum Beispiel, was wir schon aufgedeckt haben. Was ich eigentlich ansteuern wollte, bis ihr euch dann gewünscht habt. Ey, Ultra, geh doch mal bitte zum Dieb. Na gut, dann machen wir halt zuerst den Dieb, bevor ich da in dieses wunderbare Winterland aufbreche, was ich ja bereits schon aus dem Title Screen kenne. Da hat man das ja gesehen. So wie in der Demo. Da hat man ja auch schon den Title Screen gesehen. Dementsprechend keine Überraschung. So, das hier sind auf jeden Fall Noobs, aber mir bleibt ja nichts anderes übrig, als Tresser zu leveln. Ist natürlich ein bisschen ekelhaft, weil ja, die anderen leveln halt leider mit. Und allein kann sie nicht kämpfen. Klarheitskraut. Okay, nichts Besonderes, schätze ich mal. Einfach nur ein Heil-Item wieder. Let us fight with honor. Alles klar. Euch knall ich mal wieder ein Horizontal rein. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich die nicht alle zu viel verschwende. Weil am Ende stehen wir dann da und dann habe ich kein Horizontalhieb mehr in dem Bosskampf. Die können auch noch vergiften. Da bin ich ja jetzt auch kein Fan von. Weg mit dir, schnell. Sehr schön. Yay, dödödödön. Immerhin kommen wir schnell mit dem Level hoch, was Tresser betrifft. Wir sind ja schon Level 4. Und Primrose ist nur Level 9. Also dementsprechend alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wenn ich wieder eine Truhe übersehe, weil ich jetzt gerade diese Truhe da gesehen habe, die schon relativ fies versteckt war, die wir gleich holen werden. Falls ihr wieder eine Truhe in dem Gebiet übersehen habt, dann lasst es mich doch gerne wissen. Ich hole es nach. Wir haben es ja im letzten Part schon gesehen, dass... Was ist das? Sowas wie Diebstahl? Was ist denn das? Oder erhöhe ich so eine Item-Drop-Chance? Ich glaube, das ist eine erhöhte Chance, dass Items droppen, dieses Sammeln. Könnte ich mir gleich mal durchlesen. Aber ich glaube nicht, dass die Gute nochmal drankommt. Na? Ich sollte mir vielleicht meine Helden etwas genauer ansehen. Da. Level 5. Yay. So, die Truhe meine ich. Die ist schon relativ fies. Da muss man wieder ein bisschen genauer gucken, wo man da lang geht. Schade. Da hinten hätte ich auch was versteckt. Einfach diesen Sandweg an der Küste entlang gehen. Hätte sich geeignet. Für ein Versteck. Hätte sich geeignet. Na gut. So, wie sieht's mit euch aus? Mal gucken, ob einer von euch eine Pflanzenschwäche hat. Deswegen hau ich mal mit den anderen einfach nur normal drauf. So. Pflanzensaat auf dich. Keine Schwäche. Verdammt. Dann, Primrose, kannst du ihn auslöschen? Leider nicht. Sieht's mit dem Piranha aus? Mal gucken, ob der eine Pflanzenschwäche hat. Eine Bogenschwäche hat der ja schon. Haben wir schon aufgedeckt. Aber eine Pflanzenschwäche nicht. Warum hat niemand eine Pflanzenschwäche? Oh, Erik, horizontal, beende. Sehr schön. Ist gut, dass man sich auf Olberik verlassen kann. Bis jetzt? Na, Olberik, der einzige Mann im Bunde. Aber auch ein starker Kerl. Ich möchte auf jeden Fall, bevor ich da jetzt reingehe in diese Räuberhöhle, mit einer anregenden Pflaume die FP von Olberik wieder hochziehen. Dann speichern wir hier einmal, wer auch immer dieses Buch hier aufgeschlagen hat. Sehr schön. Hey. Ahoi, mein Herzchen. Ah. Nicht du schon wieder. Willst du Ärger, Gör? Diese Piratenmusik, super. Nein, mein Herr. Im Namen der Stadt möchte ich mich entschuldigen. Wir hätten wissen sollen, dass wir gegen euch Halunken keine Chance haben. Das ist für euch. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Wein! Geil! Da wird der Captain sich aber freuen. Naja. Macht ihr nur. Hehe, wohlbekommst. Ja, der hat so eine fiese Seite. Diese Landratten haben sich mal richtig gewehrt. Wahrscheinlich wissen sie nicht, wie mal wie. In ihren verdreckten Seepock von Stadt werden sich nicht viele Piraten verirren.
Die Starken fressen die Schwachen. So läuft das eben in der Welt. Eine Lebensweisheit von Captain Leon Bastrale, Geißel der Meere. Genau, und wir sind seine Fußstapfen getreten, ohne je zurückzuschauen. Es gibt auch nichts Besseres, als sich einfach zu nehmen, was man braucht. Captain! Ich hab dir doch gesagt, dass hier nicht genug Platz für zwei Captain ist. Genau, wie ich schon sagte, du bist nur der erste Offizier. Jetzt gibt's so Stress. Lass das zacken, ihr Captain. Hier ist nochmal ein Wein. Hast du gerade Wein gesagt? Oh boy. Das Kind kam gerade vorbei und sagte, der Stadt tut es leid. Natürlich. Das glaubt man auch instant. Diese Landratten lernen schnell. Oder sie sind zu bierbäuchig, um zu kämpfen. Ein Hoch auf diese Landratten. Das erste Mal so ein Piratenlachen. Nice. Auf die schlappen Quallen von Rippeltiden. Prost, Kameraden. Prost, Kameraden. Tja. Es sollte nun soweit sein. Also gut, dann los. Bin gespannt, ob die wirklich alle schlafen. Ich glaube ja eher weniger. Die Maya-Höhlen. Gefahrenstufe 4. Tressa 280 entdeckt und die eine glückliche Seele zurückgelassen hat. Heißt das, ich bekomme einfach, indem ich rumrenne auf der Welt, Geld mit Tressa? Es wirkt so ein bisschen so. Ja, moin. Geil. Geile Fähigkeit. Wow. Also, das war leicht. Ha, das haben die davon nicht zu unterschätzen. Aber wie gesagt, ich denke, dass nicht alle schlafen. Oder dass einer genau dann aufwachen wird, wenn wir zu ihm kommen. Nice, da ist sogar noch eine Truhe, die wir looten können. Nochmal 1000 da oben drauf. Perfekt, das freut mich. Und neue Gegner, oder? Ne, sind alte. Alte rückkehrende Gegner. Dann gucken wir mal, ob die noch irgendeine Schwäche haben von dem Gegner, den ich... Oder von dem Kameraden, mit dem ich hier noch nicht gekämpft habe. Wie sieht's denn aus mit Dunkelheit zum Beispiel? Einfach mal auf einen Flächenangriff setzen. Naja, schade. Hätte ja sein können, aber es sind Fledermäuse. Hier, ich habe es gerade gesagt, ne? Vögel schießt man mit Pfeil und Bogen ab. Das ist nur logisch. Und das ist auch ihre Schwäche. Sehr schön. Mit Primrose, ja, die haben halt eine Dolchschwäche, aber ich möchte halt gerne noch ein bisschen mehr ausprobieren, so Lanzen und so. Von Olb Erik zum Beispiel. Ja, die haben auch eine Lanzenschwäche. Nice, wir haben schon fast alle Schwächen von den Gegnern aufgedeckt. Wie sieht's noch mit Pflanzen aus? Hä? Anscheinend nicht. Okay, die anderen haben nämlich kein Pflanzensymbol dazu bekommen. Schade, also hier fehlt noch mindestens eine Schwäche, die wir noch rausfinden müssen hier. Aber egal. Freut mich, dass wir hier einen Fortschritt vermelden können. Na, und wie viel tankst du noch? Weg mit dir. Na komm schon. Yay, dun. Na dann, wo bin ich gerade? Hier. Ich hab das Spiel vergessen. Und immer tiefer in die Piratenhöhle geht's rein. Ich glaube, die Entwickler mögen irgendwie Höhlen. Ist ja mittlerweile schon die zweite Höhle. Wenn man jetzt mal den Ort von Primrose wegrechnet, ne? Primrose hat ja auch diese Katakomben, aber das war nicht instant eine Höhle und wir sind ja auch an einer Höhle vorbeigerannt, in die wir definitiv später nochmal rein müssen. Dementsprechend, ja, irgendwie, die Entwickler haben so ein Flair für Höhlen entwickelt. Ach Mann, wieso hat denn niemand eine Pflanzenschwäche? Das nervt. Was auch nervt, ist so ein bisschen, dass ich einfach zu blöd bin, nachzugucken, was denn die erste Fähigkeit von Tressa ist. Aber das finden wir in dem Part noch raus, ich verspreche es euch. Das finden wir hier noch raus in dem Part. Gucken wir mit einer Lanze drauf. So. Sammeln! Stiehlt Geld von einem einzelnen Gegner und fügt einem Gegner schweren Windschaden zu. Na gut,
Ist jetzt beides nichts Besonderes, leider. Schade, schade. Also Geld stehlen schön und gut, aber es kostet mich halt blöderweise eine Runde. Yay, Level 6. Und Primrose ist schon Level 10. Das habe ich gar nicht gewusst mehr. War die schon Level 10 oder hat die gerade ein Level-Up bekommen? Könnte beides gut sein. Jedenfalls... Ich denke, so lange geht der Weg gar nicht mehr. Hier durch die Höhle, da sind schlafende Piraten. Ja, nice. Die kommen genau rechtzeitig. Dann gucken wir mal, was die für Schwächen haben. Die haben ja nur zwei. Die schlafen noch zwei Runden. Alles klar. Kein Dolch? Okay. Wieso kann der angreifen? Habe ich den mit meinen Angriffen aufgeweckt? Das kann gut sein. Kein Pflanzen... Wieso hast du Pflanzen dabei, Tresser? Niemand hat hier Pflanzenschaden. Ich glaube, Dolch habe ich noch nicht probiert. Das ist auch nicht. Dann habe ich auf jeden Fall Dunkelheit noch nicht probiert, aber das war's dann. Außer Pfeil und Bogen. Schade, anscheinend werden wir auch bei denen nicht alle Schwächen aufdecken können. Also ich denke, Pfeil und Bogen definitiv. Ja, war klar. Irgendwas von Tressa muss ja. Weil es ist ja ihre Story. Und sie hat eine Lanze, sie hat Pflanze und sie hat Bogen. Da Lanze und Pflanze nichts bringt, musste es logischerweise das sein. Schade, dass Primrose keine zwei Waffen hat. Da wäre ja auch ein bisschen zu OP sonst. Ich finde Primrose allgemein relativ stark. Ich weiß nicht, ob das nur so meine Vermutung ist, aber diese ganzen Undichtattacken, die die da einsetzen kann, die finde ich doch schon relativ stark, du. Ich sollte vielleicht mit dem Pfeil und Bogen angreifen. Aber gut zu wissen, dass die mit dem Pfeil und Bogen Schwäche haben. Vielleicht hilft uns das beim Anführer, den wir definitiv in diesem Part noch begegnen werden. Aber zuerst loot ich die Truhe hier. In der Höhle am Steg. Mit einer anregenden Pflaume. So, kommt nochmal ein Speicherpunkt kurz vom Boss. So wie es aussieht, ja, du liegst mir im Weg, Kollege. Da drüben ist doch hundertprozentig eine Truhe. Ja komm, die können wir noch auslöschen, ist nicht so wild. Wenn ich damit Olb Erik und Primroses Flächenschadenangriff angreife, dann... Ja, ein bisschen ekelhaft, dass wir die halt dadurch aufwecken. Aber ich habe genug Heil-Items. Ich denke, das ist nicht das Problem. Und da vorne war ja auch schon wieder der Händler, der mir in der Not was verkaufen würde. Ja, einmal mit dem Bogen. Dann, du kannst nichts mehr. Okay, das ist ein bisschen blöd. Aber du kannst nochmal. Und da sind sie weg. Sehr schön. Gar nicht so viele Leben. Da, 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 da. Und Primrose ist Level 11. Nice. So, wie gesagt, ich schätze, hier ist noch eine Truhe. Da ist noch eine. Also hier ist auch noch eine. Ein Donner... Was? Ein Donnerstein? Was? Ein Donnerstein? Donnersteine sind stark. Ein Donnerseelenstein, ja. Der Blitzschaden hinzufügt. Die sind stark. Denen ist nicht zu spaßen. Wieder so eine ekelhafte Truhe, bei der ich nicht weiß, wie ich da hinkomme. Ich denke, wir beenden jetzt einfach mal die Story. Und dann gucke ich mich um, wie ich da hinkomme. Deswegen, hier fliehe ich mal kurz. Da habe ich gerade keinen Bock drauf. Hier geht's nicht runter, ne? Okay. Er wird wahrscheinlich weiter hinten sein, nehme ich an. Dann, Primrose hat eh ein Level Up. Das heißt, ich brauche da gar keine Pflaume. Nice, wenn ihr etwas braucht, dann sagt es nur. Ich habe eigentlich genug, ne? Liebe des Lebens, 7 Stück, reicht vollkommen aus. Wie sieht's mit, behandeln kann ich mit dir nicht? Okay, schade. Aber in Ordnung. Wenn du nicht möchtest, nicht mein Problem. Hier geht's auch nicht rüber. Okay, dann wird das die Höhle da unten sein. Möchte ich noch ein bisschen kämpfen? Ah, die haben keine Schwertschwäche. Egal, komm. Die bringen wir noch um. Ist ja nicht so wild. Ist immerhin ein bisschen EP. Zack. Ja. Komm, probier's nochmal mit Sammeln. 96% Chance. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas gebracht hat. Hey, die haben mich angeschlafen. Was soll das? Wow. Okay, das ist nicht gut, was ihr gerade gemacht habt. Könnt ihr bitte sterben? Danke.
Und hat das Geld jetzt irgendwas gebracht? Ich krieg 90 plus 9. Ich weiß es nicht. Sehr merkwürdig. Ob das jetzt irgendwas bringt. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, was diese Fähigkeit oder wie ich erkenne, dass diese Fähigkeit gewirkt hat. Weil bei 69% Chance, dass das gerade daneben ging, schon ein bisschen verdächtig. Hier gab es irgendwelche eingelegte Marmelade. Was bringt das denn? Bestimmt zum Verkaufen? Nee, das heilt sogar GP und FP vollständig. Wow. Also, so gesehen, ein Sternbonbon aus der Mario und Luigi-Serie. Ja. Damit lässt sich arbeiten. Mal gucken, ob wir Ding Tressa noch auf Level 7 bekommen. Hätte ich schon gerne. Deswegen bringe ich jetzt auch einfach mal hier diese Schlangen um. Halten ja eh nicht viel aus. Sind nicht der Rede wert. Weg. Und Old Erik gebührt die Ehre, den letzten zu schlitzen. Ich mag Tressa. Auch von der Stärke her ist sie voll in Ordnung. Freut mich. Freut mich wirklich. Speichere ich nochmal kurz. Bevor gleich der Punk abgeht. Und wir definitiv in eine extrem lange Schlacht ziehen werden.